Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia. In der letzten Folge haben wir Ahriman besiegt und Elika hat ihre ganze Kraft aufgeopfert, um den Baum des Lebens. Wo ist der überhaupt? Da. Wieder zum Leben zu bringen. Und wir wollen sie anscheinend wiederbeleben. Auch ohne irgendwas zu sagen. Der Prinz macht es einfach. Schweigt die ganze Zeit, lässt sich von Ahrimans flüstern. Insofern ich beeindruckend, dass er sich davon ablenken lässt, aber auch beeindruckend davon, naja, der hat auch gesagt, er soll die Gebiete wieder in Dunkelheit versetzen, das macht er ja auch. Also in dem Sinne hört er auf ihn. Jetzt wurde uns schon die Tür angezeigt, wo wir hin sollen. Naja, tut er es aus Liebe? Tut er es aus Liebe des Lebens? Wer weiß es? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieser Esel, der Pfarrer heißt, eigentlich wirklich existiert. Weil mir das doch alles schon sehr suspekt vorkommt. Aber naja, glauben wir ihm mal. Elke. Alle vier Bäume wieder gefällt. Die vier Gebiete, die eigentlich wieder vor Gesundheit strahlen, vor Leben strahlen. Kranke Kameraführung. Wenn ich einfach so geradeaus gehe, geht die Kamera nach oben. Nein, das nicht mehr. Die ganzen Gebiete wollen wir wieder in Dunkelheit versetzen, nur damit sie lebt. Und dann. Ich werde frei sein. Und was noch dann mit dem Licht? Ich kann nicht mehr schneller. Tür geht automatisch auf. Okay, jetzt kann ich wieder laufen. Man versteht ihn auch manchmal nicht. Erstens, weil er flüstert und zweitens, weil das so ein dummes Echo ist. Sollen wir jetzt wirklich Elikas Vater spielen und den Baum wieder abholzen? Okay. ...612 Lichtkeime, haben wir jetzt welche dazu bekommen oder was? 4, jetzt haben wir hier die ganze Kraft des Gebietes wieder, von allen vier Gebieten in unserer Hand. Stark genug, um einen Menschen wiederzubeleben. Aber wir bitten nicht Ahriman. Wir versetzen sie nur wieder in Dunkelheit. Aber Ahriman kann nicht fliehen, weil wir ihn ja besiegt haben, glaube ich. Oder irgendwie so, weil anders macht es ja keinen Sinn. Die Tür schließt sich wieder. Der lacht auch noch so. Okay, das haben die Entwickler natürlich nicht bedacht. Der guckt immer so. Naja, dann beleben wir mal Elika wieder. Und ja, ich habe gedacht, ich habe schon längst gedacht, eigentlich so, das war's mit dem Spiel und so. Und dann ging es immer wieder weiter, als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe. Dann geht es immer so weiter. Ja, was soll ich jetzt machen? Und jetzt? Und dann noch ein DLC dazu. Aber wie gesagt, konnte ich ja nicht spielen. Warum? Sie fragt sich selber, warum er sie gerettet hat, anstatt das Land beim Leben zu halten. Sie hat sich gern geopfert dafür. Epische Musik. Alles wieder dunkel. Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Alles schon zusammen. Der Satz vom Anfang. Was ist schon ein Sandkorn im Stand? Ein episches Ende, ey. Und vor allem ein Cliffhanger-Ende. Schade, dass es keinen zweiten Teil dafür gibt. Beziehungsweise dazu gibt. Und ja, ein DLC gibt's, wie gesagt. Könnt ihr euch angucken, wie auch schon gesagt. Ja, jetzt habt ihr das Ende gesehen. Ist sehr rührend, wie gesagt. Dafür seid ihr jetzt dran geblieben. Dankeschön.
dass du mit mir dieses glorreiche Abenteuer, boah, epische Musik, dass ihr irgendwie dieses epische Abenteuer durchgestanden seid. Und ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Ein sehr cooles Spiel, vor allem cool, dass es jetzt, nicht jetzt, aber ich glaube auf der Computerspiele vom Oktober drauf war, so dass ich wollte ja sowieso spielen, aber ich habe die CD noch hier gehabt, aber so ist es viel cooler. Und ja, ist wirklich empfehlenswert, das Spiel. Könnt ihr euch kaufen, die Computerspiele, kostet so, ich glaube, 5,99 oder so. Ich glaube, ab der auf 16, was ich laber. Auf der ab 16 CD ist es dabei oder auf der ab 12 auch. Ach, kein Plan. Auf jeden Fall, die ab 12, glaube ich, kostet 3,99, weil da nur eine CD anstatt zwei sind, und bei der ab 16 sind zwei CDs dabei, die kostet dann 5,99, aber 5,99 für das Spiel, ein Magazin und noch ein paar andere Spiele und Demos, da sind ja immer mehr drauf. Und Programme, was weiß ich. Keine Schleichwerbung hier. Aber ja, ist echt ein Schnäppchen, sage ich mal so. Oder was weiß ich, bei diversen Online-Kaufshops oder so. Könnt ihr auch mal danach Ausschau halten, wenn ihr es auch nochmal spielen wollt und das ganze Abenteuer nochmal wiedererleben wollt. Und ja, was steht denn jetzt in der Zukunft an? Eigentlich nichts, außer das, was jetzt schon eigentlich Standard ist, außer bei mir natürlich, ich bin wieder in einer anderen Zeitzone. Batman muss noch rauskommen bei mir. Assassin's Creed muss auch noch rauskommen bei mir. Ja, ich wollte jetzt das Ende ganz aufnehmen, deswegen bin ich sehr weit euch voraus, vor allem, weil es ja jetzt nur noch jeden dritten Tag kommt. Oder, das war's ja jetzt. Das kam immer jeden zweiten, als Batman da war, und jetzt, wo Assassin's Creed Revelations auch rauskam. Das ist voll ungewohnt, so zu reden, aber egal. Also, dass es schon alles passiert ist. Es kommt ja jetzt nur noch jeden dritten Tag. Und ja, in nächster Zeit, ich werde natürlich, da dieses Spiel jetzt vorbei ist, abgeschlossen ist, zu 100%, ich sammle nicht diese Lichtcreme, ich glaube, das kann ich auch gar nicht mehr. Nach den Credits bin ich wieder im Ladebildschirm, im Startbildschirm, und kann von da an laden, wo, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht, ich glaube, irgendwie wieder davor, bevor wir LK wiederbelebt haben, kann ich irgendwo laden. Oder beim Endbosskampf gegen Ahriman nochmal laden und dann nochmal den spielen, und muss nicht das ganze Spiel nochmal durchspielen, um gegen den zu kämpfen. Gegen den zu spielen. Und ja, wie gesagt, abgeschlossen 100% jetzt. Sehe ich so an. Ja, ich werde natürlich jetzt Batman und Assassin's Creed Revelations let's playen. Vielleicht kam ja jetzt auch schon die letzte Folge vom Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer. Das wollte ich eigentlich auch mit German Let's Start, also den All Play Together Film machen. Aber er hatte da irgendein Virus, ach egal. Und ja, also die letzte Folge ist jetzt mit Brotherhood, der Multiplayer wird noch kommen, weil wir haben ja einfach so aufgehört jetzt, also bei mir auf jeden Fall. Da werden wir uns nochmal richtig verabschieden. Und dann werden wir wahrscheinlich auch mit dem Multiplayer zu Assassin's Creed Revelations anfangen. Hey, der Ringekrieg im Norden, keiner weiß, was damit ist. Wir warten immer noch auf den Patch. Vielleicht wird er auch erst im März rauskommen, habe ich gehört. Von dem guten Philipp. Wer weiß. Dann wird natürlich noch Tomb Raider geplant, das irgendwann im ersten Quartal rauskommen soll, 2012. Ah ja, letzte Folge war Nikolaus, frohen Nikolaus oder so. Noch hier nachträglich im Video, 3 Tage zu spät, aber egal. God 2. Was? French Voices.
Ach so, Guards zu, also diese Wächter da am Anfang, okay. Jetzt kommen die ganzen Länder, Städte. German Version, Version by Mouse Powered Limited. Mouse Power Limited meine ich. Okay, auf jeden Fall. Tomb Raider ist ja auch dann irgendwann, wenn der Patch draußen ist, also erstes Quartal ist ja das erste Viertel vom Jahr. Also spätestens im April ist Tomb Raider draußen. Vielleicht steht jetzt auch schon ein Release-Termin fest, aber ich glaube nicht. Naja, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich habe ja eigentlich auch alle Projekte, die ich Let's Played habe und zukünftig Let's Playen werde, ja in meiner Kanalbeschreibung. Da könnt ihr auch nochmal gucken, falls ihr wollt. Und ja, wie gesagt, ich danke allen, die sich das Let's Play hier angeschaut haben, die Daumen hoch gegeben haben, die Kommentare gegeben haben. Der Abschlusspart, hier könnt ihr ja nochmal hinschreiben, wie ihr das Let's Play an sich fandet. Das ganze Let's Play diesmal mit einem gefasst und nicht nur jeder Part so. Also nicht so ein guter Part, sondern gutes Let's Play oder so. Je nachdem halt, so eine Gesamtmeinung. Und ja, zum Schluss möchte ich noch sagen, eure Mutter drückt. Schönen Gruß von Ro Bizzle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bam!